Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute auch wieder für euch eine frisch gepresste Folge. Heute am letzten Tage des Monats Februar, dem 29. Ein Tag, den es ja eigentlich nur alle 4 Jahre gibt. Quasi auch damit an eine Sondersendung. Könnt ihr ja beantworten, ob das eine Sondersendung ist, weil es normalerweise diesen Tag nicht gibt. Themen, die wir frisch gepresst haben. Austrian Airlines hat morgen eine Betriebsversammlung. Und dadurch fallen viele Flüge aus. Des Weiteren gehen wir der Frage nach, ist dort Streikalarm bei Austrian? Ist das eine Baustelle, wo auch eventuell gestreikt wird in der Zukunft? Des Weiteren haben wir die Boeing FAA-Situation. Die haben nämlich von der FAA bei Boeing eine sehr enge Taktung bekommen, um das Thema in den Griff zu kriegen, Flugsicherheit als Stichwort. Und die amerikanische Justiz ist hinter Boeing her. Da wird geschaut, ob man die nicht verklagt. Air France KLM, rote Zahlen. Das ist natürlich beunruhigend, in Anführungsstrichen eigentlich auch nicht, weil sie haben ja Gewinne gemacht. Interessanterweise, vielleicht ist das eine Entwarnung für uns, es gibt wieder bessere Preise, weil nämlich die Nachfrage so ein bisschen nachlässt, beziehungsweise das Angebot soweit da ist, dass die Preise wieder vielleicht runtergehen. Und Global Airlines haben einen ersten Entwurf der Kabinenkleidung, also der Cabin Crew, wie sie dort sich kleiden soll. Aber es ist nur ein Entwurf. Lasst uns dann direkt einsteigen in die Thematik. Ihr wisst ja, wie es geht. Ihr könnt den Kanal abonnieren. Ihr müsst den Kanal abonnieren, wenn ihr regelmäßig involviert sein wollt in die Aviation, eure Daily Dose of Aviation. Dann die Glocke nicht vergessen und denkt dran, ein Like dazulassen, zu kommentieren und vor allem auch Kanalmitgliedschaft. Das war's. Ich hatte das Wort irgendwie verdrängt. Also macht es und dann geht das auch direkt los. Das erste Thema, mit dem geht es auch direkt los, und das ist die Betriebsversammlung bei der Austrian Airlines. Da ist es so, dass man Unruhe im Hause Austrian hat in Wien, die erste Betriebsversammlung dieses Jahr wohl. Da muss man über 100 Flüge streichen. Heißt also, der Betriebsrat an Bord wieder haben die Piloten und die Flugbegleiter für Freitag zu einer Betriebsversammlung aufgerufen. Und da sollen gewisse Themen besprochen werden, nämlich Gehaltserhöhung und so weiter. Denn interessanterweise kommt es natürlich auch zu Anpassungen. 12.000 Passagiere sind wohl betroffen. 112 Flüge sind bereits aus dem System genommen und es ist nur auf den Vormittag des 1. März beschränkt. Also insofern, danach geht es weiter und Passagiere werden umgebucht. Und wichtig ist, und jetzt kommt's, Fluggäste werden angebeten, den Flugstatus rechtzeitig auf der Webseite austrianairlines.com zu überprüfen und der Travel-ID mit Registrierung sogar zu überprüfen. Ja. Also hier nochmal der dezente Hinweis, dass ihr die Travel-ID nutzen sollt. Austrian Airlines ist natürlich traurig, dass es zu diesen Unannehmlichkeiten kommt. Aber jetzt lasst uns mal einfach gucken, ist es vielleicht bei der Austrian jetzt Zeit auch für einen Streik? Das heißt also, dass man dort bei der Austrian Airlines die Kabine und das Cockpit ungerecht behandelt. Und da muss man dann einfach mal auf die Forderung gehen. Und Austrian Airlines hat den Kolleginnen und Kollegen fliegendes Personal 4,5% versprochen. Aber alleine die Teuerungsrate, das heißt also die Inflation, lag bei 8,6 in Österreich in 2023. Und Austrian Airlines hat ja auch das beste Betriebsergebnis erwirtschaftet, wohl in Unternehmensgeschichte, und haben nur halt ein Angebot gemacht im Rahmen der Inflation. Und die Aussage von Betroffenen ist, das ist unverfroren. Da muss man jetzt selber natürlich sagen, dass das, ich glaube schon, dass man da die Inflation zumindest ausgleichen müsste und damit halt in Wien die Lage vielleicht für uns als Flieger unangenehm wird, weil es vielleicht zu Streiks kommen wird. Aber sind wir mal gespannt, was da passiert. Im Moment ist es ja halt nur so, dass die Flüge abgesagt werden für den halben Tag, wo die Betriebsversammlung ist und wo man das erklärt bekommt. Aber wenn man halt Gewinne macht und dann dort eher dem Shareholder, und das wäre ja dann die Lufthansa,
versucht zu gefallen und dann der Gewinnmaximierung freien Lauf lässt, anstatt den Leuten die Existenz zu sichern. So wird es dort beschrieben von Betroffenen. Kann man das schon so ein bisschen nachvollziehen? Was denkt ihr dazu und was denkt ihr über diese ganze Thematik? Zumal man ja auch interessanterweise sagen muss, dass das Management hat ja seine Bonuszahlung erhalten während der Pandemie und das war 2022 und jetzt festhalten, die Monate Kurzarbeit in der Pandemie waren ein Sparbeitrag vom Personal. Das heißt, also das Personal hat das Geld eingespart, was das Management dort dann sich in Boni eventuell teilweise oder keine Ahnung welcher Höhe da ausgezahlt hat. Also da kann man das schon verstehen, dass man da etwas unglücklich ist. Oder wie seht ihr das? Wir haben des Weiteren die Lufthansa CityLine und die ist auch mit Streik. Ja, bei der Lufthansa CityLine ist es natürlich auch etwas unangenehmer, weil die Lufthansa CityLine hat ja auch ein bisschen Angst, dass man von der Lufthansa City quasi obsolet gemacht wird. Aber es ist so, da gibt es jetzt eine Urabstimmung und da ist es so, dass man bis Donnerstag, den 6. März, abstimmen soll, ob man streikt oder nicht. Denn auch die CityLine möchte eine Lohnerhöhung haben. Und der Verhandlungsführer Richard Mattmar sagt, der Arbeitgeber ließ uns keine andere Wahl, als unsere Mitglieder bei Lufthansa CityLine aufzurufen, nun über Streiks abzustimmen. Es wird davon auch ausgegangen, dass die 900 Flugbegleiter, die da sind, dem wohl zustimmen, weil man möchte halt 15% mehr Gehalt, man möchte auch die 3.000 Euro und die Erhöhung der Funktionszulagen bei einer Laufzeit von 18 Monaten. Und erst am vergangenen Donnerstag hatte man bei der Lufthansa natürlich da auch wieder Vollgas gegeben und mit dem Boden. Ihr wisst ja, wie das ist. Aber ich denke mal, Lufthansa sollte jetzt relativ viel Erfahrung haben, wenn es um Tarifverträge geht, weil man hat ja einige Baustellen. Die Austrian, dann hat man ja die Discover, dann Bodenpersonal, dann kommen natürlich auch noch andere Streikherde dazu, die man hat. Brussels hat ja auch noch da irgendwas. Dann die Luftsicherheitsleute, die nicht in Lufthansa-Verantwortung sind, aber auch die streiken. Heißt also, für uns wird das schon wieder so ein kleiner Ritt auf der, naja, soll man sagen, Klinge. Ihr könnt das ja schreiben, wie ihr das denkt. Wir haben jetzt um 7 Minuten und 42 in die Sendung etwas, was etwas lustiger ist und etwas beschaulicher ist. Nachdem ja die Global Airlines den 380er dort abgeholt hat, hat man jetzt auch Bilder freigegeben, die das Personal zeigen mit den Uniformen. Und die möchte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Ich gebe euch das jetzt einmal aufs Auge. Das ist wie immer etwas unvorbereitet, weil ich das immer vergesse. Aber da ist es schon, das erste Bild. Das ist einmal die Uniform von den Global Airlines, ein Vorschlag. Und das zweite Bild, das ist dieses hier. Da seht ihr dann auch schon, wie die Leute dann aussehen sollen in einem hübschen Rot. Ihr könnt ja schreiben, was ihr dazu denkt, was ihr zu den Uniformen sagt und was ihr davon haltet. Weil wenn man überlegt, dass man bei den ersten 380ern ja nur die Kabine so ein bisschen überarbeitet. Da kommen gar nicht diese Microsoft Recaro-Sitze und was da alles an Technik reinkommen sollte zum Zug. Ende des Jahres soll es ja auch erst losgehen, aber es geht langsam los und allen Unken zu rufen zum Trotz. Ich selber nehme mich da nicht aus. Also ich sehe die ganze Veranstaltung skeptisch. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das funktioniert. Aber man gibt quasi eine kleine Piepshow. Man gibt dann immer so kleine Häppchen, damit man im Gespräch bleibt und ins Gespräch kommt. Ich bin mal gespannt, wie es weiterläuft, denn ein Airbus A380 ist ja bezahlt und ein anderer zur Hälfte irgendwie bezahlt. Also insofern geht es weiter, was da weitergehen soll mit den Highfly-Jungs. Boeing. Boeing kommt ja nicht aus den Schlagzeilen raus. Und da gibt es ja im Prinzip fast keine Woche, wo Boeing nicht irgendetwas versaubeutelt hat oder wo irgendetwas rauskommt. Jetzt ist es aber so, dass die Justiz sagt,
jetzt ist Schluss, wir überprüfen, ob wir da nicht tätig werden müssen. Und wir erinnern uns ja alle noch an diese Problematik, als der Lion-Air-Absturz war und auch der Ethiopian Airlines-Absturz war von der 737 MAX. Und das ist ja gerichtlich aufgearbeitet worden. Und da ist dann ein Schlussstrich gezogen worden im Januar 2021 unter der Trump-Administration. Man hat das Ganze einfach dann beendet mit einem Vergleich. Und man hat 2,5 Milliarden von Boeing da gezahlt als Kompensation. Jetzt geht man aber weiter in den USA und sagt, ja, es gibt eine Bewährungszeit. Ablauf ist der 7. Januar gewesen, 2024. Und das ist halt das wirklich das Dilemma. Nur zwei Tage vor dem Stichtag, also am 5. Januar, war halt das Problem mit dem Türstopfen. Und das ist dann natürlich unglücklich, wenn man quasi 3 Jahre Bewährungsstrafe hat und dann quasi gegen die Auflagen verstößt. Und Bloomberg hat gesagt, dass man natürlich nochmal im Lichte des Zwischenfalls das Paket von 2021 aufmachen möchte und sich angucken möchte, ob da nicht noch irgendetwas ist, wogegen Boeing verstoßen hat. Nehmen wir das einfach. Und so ist es dann wirklich, dass man die Qualitätssicherung und die Produktsicherheit nicht so ganz wahr und ernsthaft genommen hat, wie man es hätte nehmen sollen. Die FAA hat jetzt denen eine ganz, ganz enge Frist gesetzt, 90 Tage. Und das ist dann auch schon die nächste Geschichte, wo man halt das sieht, dass man mit dieser kurzen Frist bei Boeing quasi Schluss mit lustig machen möchte, von der FAA-Seite aus. Und da ist es halt wirklich so, dass man dort jetzt die Schwächen in der Qualitätssicherung innerhalb dieser 90 Tage abstellen muss. Und ehrlicherweise verstehe ich nicht, dass man da nicht früher schon Gas gegeben hat und gesagt hat, hey Freunde der gepflegten Gastlichkeit, so nicht. Aber wir wissen ja alle, dass man, ja, manchmal die Mühlen mal langsamer mahlen lässt, als man müsste. Aber ich finde es gut, dass dort jetzt durchgegriffen wird und dass man dort jetzt auch Schläge verteilt. Deshalb auch die Frage des Tages für euch. Seid ihr davon überrascht, dass man jetzt Boeing endlich mal härter an die Kandare nimmt und wurde mal Zeit? Oder sagt ihr, nee, lasst den Boeing-Jungs mal ein bisschen Frieden? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt und wer dazu steht, ob man jetzt mit dieser 90-Tages-Frist dort falsch liegt und auch, ob man das Paket nochmal sich angucken muss aus dem Vergleich 2021, ob man dagegen halt die paar Tage vor Ablauf einfach verkackt hat, um es mal ganz plump zu sagen. Da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Was auch immer wieder für Irritationen sorgt, sind natürlich die Zahlen der Fluggesellschaften. Und die Zahlen der Fluggesellschaften sind deshalb interessant, weil man da auch gewisse Aktivitäten sieht und auch Tendenzen sieht. KLM Air France oder Air France KLM, wie sie heißen, haben rote Zahlen geschrieben im letzten Quartal und sind damit in die Verlustzone gerutscht. Von den Passagierzahlen her ist das so, dass man natürlich das Problem hat, dass man viele Reiseziele, die an Konfliktherden sind, wie zum Beispiel in der Nähe von Israel oder sowas, die Leute da natürlich keinen Bock drauf hatten, das zu fliegen Ende des Jahres, ist ja klar. Und dann gab es natürlich da Probleme auch mit Triebwerksausfällen. Das heißt also auch KLM Air France ist ja nicht, oder Air France KLM, ich sage immer, ich weiß gar nicht, warum KLM Air France immer sagt. Auf jeden Fall ist es so, dass ich sollte lieber Eierfranke sagen, dass man dort einen Verlust von 256 Millionen gemacht hat, nachdem man im Vorjahr 496 Millionen Gewinn gemacht hat. Also das heißt, man hat da richtig die roten Zahlen gegeben. Und man sieht dort jetzt nicht unbedingt den Nachfragerückgang, aber man sagt, dass man nicht aus China den erhofften Rückenwind hatte bei den Zahlen, wo man nämlich damit dann halt gewisse Dinge kompensieren wollte. Auf jeden Fall sind es so, dass es nachdem Bürger mehrerer Staaten wie Deutschland für Aufenthalte von bis zu 2 Wochen visumsfrei einreisen dürfen, bin ich mal gespannt, ob das dann das Ganze rettet. Da ist ein bisschen da gewesen und man verzeichnete natürlich in 2023 eine erhöhte Nachfrage.
2024 sollte es eigentlich anhalten. Man stieg mit einem Umsatz um 14% in 2023, hat trotzdem nicht für Schwarzzahlen gereicht. Und 30 Millionen. Aber ich bin mal gespannt, wie das dann weiterläuft. Schauen wir mal, wie das Ganze dann geht. Aber das ist halt eine Quartalszahl, da muss man halt immer gucken. Und man ist vom Sitzplatzangebot übrigens nochmal interessanterweise nur bei 95%, die man angepeilt hatte, nur bei 93 gelandet mit vor Corona im Vergleich. Also auch hier, es ist okay. Also, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren und schaut euch heute Abend auch die Sendung an, die kommt. Also heute Nacht muss sie ja kommen, ist ja 0 Uhr. Die Lufthansa Meilen-Highlights und Meilen-Schnäppchen-Vorschau 2023. Nee, Quatsch, 2024 haben wir ja schon, nur weil ich mit 2023 Zahlen gesprochen habe. Februar haben wir gehabt, also März 2024, Meilen-Schnäppchen-Vorschau. Jetzt aber einfach den Kanal abonnieren und ein Like da lassen und die Glocke anmachen, damit ich meinen Sprachfehler vielleicht auch gelöst kriege. Also danke und bis nachher. Und für euch immer der Abspann. Wo haben wir ihn? Hier ist er. Also bis dann. Ciao. Thank you.